Wir haben heute mit ein paar Schritten gespielt, so dass wir in der Milonga machen können. Etwas, wo wir nicht unbedingt offen tanzen müssen, sondern können wir alles wirklich hier tanzen. Und haben wir damit angefangen. Das war alles, was wir getan haben. Ochos vorwärts und dann ein Voleo sein oder eine Parada. Das war alles. Wichtige Sachen dazu sind hier, ich stelle mir vor einen Kreis von oben nach unten. Ein bisschen von oben nach unten. Ja? Es kann auch direkt sein. Beide sind richtig. Hauptsache, dass ich will von ihr ein bisschen Druck nach vorne. Ich stelle mir vor, wie würde ich das machen, wenn ich rückwärts gehe und ich drücke dagegen. Ich drücke mich ab. Ja. Genau das Gleiche brauche ich von ihr. Da. Hm. Wir drehen nicht, wir bleiben eher gekreuzt. Da, gekreuzt und hinten. Und da gehe ich außen, ich bringe sie innen. Ich gehe außen, bringe sie innen. Irgendwann, wenn ich zu den Ochos vorwärts gehe, es geht natürlich nach jedem Schritt, das ich so zur Seite mache, und sie zu den Ochos führen. Aber ich bevorzuge nach dem Schritt, dass sie rückwärts macht, weil sie sowieso schon plant oder schon erwartet, vorwärts zu gehen. Dann statt vorwärts hier, ich bringe sie vorwärts da. Ich muss aber einen Schritt auslassen von ihr. Da, da. Rück. Ich lasse aus, wenn sie wechselt. Ich muss den Schritt so führen, als ob ich weitermachen würde, die gleiche Kombination. Sie muss keinen Unterschied merken. Wenn sie einen Unterschied merkt, dann macht sie was anderes. Es muss alles ganz natürlich sein. Ganz natürlich, so wie ich weitermachen würde. Nur mache ich nicht weiter, ich führe sie zu einem Ocho. Für die Damen, aufpassen hier, okay? Weil dieser Arm, wenn ihr vorne ein gutes Gewicht habt, dann beginnt das auch zu verspannen. Und wenn das verspannt ist, kannst du verspannen jetzt? Klar. Okay. Wenn das hier auf dieser Seite verspannt ist und ich möchte ein Ocho führen, sie ist blockiert. Und sie kann nicht richtig drehen für den Ocho. Ich kann nicht rotieren, ja? Weil ich keinen Platz habe. Genau. Also dafür empfehlen wir folgende Übung. Genau, da. Da kann sie hier nicht drücken, aber sie muss den Rücken aktiv haben. Da, da. Okay, perfekt. Und dann haben wir selbstverständlich alles zu der Musik angepasst. Das bedeutet, dass wir in einer Phrase alles tanzen müssten und nach den Ochos sehen, wann kommt die Phrase zu Ende. Je nachdem enden wir mit einer Parada oder mit einem Voleo. Als Beispiel spiele ich nur das Ende eines Tangos, zum Beispiel. Ein Beispiel, okay? Je nachdem, wann ich anfange, am Anfang der Phrase, in der Mitte von der Phrase, muss ich sehen, habe ich genug Zeit, um hier hinten zu gehen, um das zu wiederholen. Wie viele Ochos kann ich machen? Hauptsache, dass ich schaffe, in die Ochos vorwärts rein. Und dann kann ich ein Voleo oder eine Parada machen. Ich muss halt gucken, dass dieser Punkt in der Mitte auch, dass wir den ruhig halten. Na, dass der sich auch nicht so richtig verschiebt, wenn wir diesen, na, dass es am Platz bleibt mehr und nicht so viel hin und her geht. Und hier mache ich ganz normal meine Ochos und gucke, was es wird. Parada oder Impoli.